Ja, und hier gehen so langsam die Lichter aus in Hochfilzen. Es wird dunkel, aber trotzdem strahlt es noch ein wenig neben mir. Der Magdalena Neuner ist da. Das Ergebnis heute nicht zum Strahlen, Lena. Aber ich glaube, als Sportlerin, die weiß, dass auch es andere Dinge im Leben gibt und sie auch als wichtig betrachtet, ist es nicht so schlimm. Oder wie bewerten Sie den Tag? Ja, also ich glaube, man kann damit leben. Wir haben einen 6. Platz gemacht. Und wenn man sich so an letztes Jahr Oberhof erinnert, da waren wir, glaube ich, auch 6. und sind dann trotzdem Weltmeister geworden. Also ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Jeder hat heute oder viele haben heute ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen, aber ja, am Freitag geht es wieder weiter und da fangen wir alle von vorne an. Ich glaube, das gehört eben auch dazu zum Sport. Wenn die anderen besser sind, muss man das einfach mal akzeptieren. Ja. Trotzdem, Andrea ist so eine erfahrene Athletin, muss zweimal drei Patronen nachladen. Einfach schlechten Tag gehabt oder? Das kann passieren. Also manchmal hat man einfach einen schlechten Tag. Also das kennt sicherlich jeder. Wir sind halt auch nur Menschen und keine Maschinen und das hat halt einfach heute nicht so passt. Aber wie gesagt, ich habe zu dem Tina schon gesagt, weil sie so enttäuscht war, es ist nur Sport und deswegen geht die Welt nicht unter und wir werden jetzt dann gemeinsam einen Kaffee trinken und das einfach vergessen. Wie haben Sie die Minuten erlebt, als Sie warten mussten und merkten, mein Gott, ich rutsche immer weiter nach hinten, der Rückstand wird immer größer? Ja, in erster Linie zittert man natürlich für die anderen mit. Ich weiß, wie blöd es ist, am Schießstand zu stehen und dann die drei Nachlader zu brauchen. Also ich habe da wirklich Erfahrung in der Hinsicht. Und für mich selber, ich habe dann gesehen, okay, es wird... Nach vorne gibt es keine Chance mehr. Ich werde versuchen, ein gutes Rennen zu machen. Ich denke, das habe ich gemacht. Habe das rausgeholt, was halt gerade noch möglich war. Und ich denke, ein 6. Platz. Ja, machen wir einen Haken dran. Und wie gesagt, nächstes Mal geht es hoffentlich wieder besser. Sie können sich mit Achtung verabschieden. Von 10 auf 6 noch vorgelaufen. Das war eine bewegte Woche mit diesem Weltcup, mit der Rücktrittsankündigung. Was ziehen Sie für ein Fazit? Sowohl emotional als auch sportlich. Ja, natürlich ein sehr positives, muss ich sagen. Für mich ist die Woche eigentlich genauso gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Klar war es nicht einfach, gerade so der Dienstag, wo dann die Nachricht rausging, war wirklich sehr anstrengend für mich und hat mich irgendwo überrascht, dass es so extrem war. Die Pressekonferenz am Mittwoch, denke ich, ist gut gelaufen und ich habe mir wirklich wohl dabei gefühlt. Mir war das wichtig, das Ganze jetzt einfach loszuwerden. Und eigentlich war es für mich ab Donnerstag ein ganz normaler Weltcup. Und ich denke, das habe ich auch in den Wettkämpfen gezeigt, dass es mir gut geht und dass ich Spaß an dem Ganzen habe, dass ich es genieße. Und ich bin natürlich absolut top zufrieden. Und schön ist, dass es morgen nicht nach Annecy, nach Frankreich weitergeht, sondern Sie können hier bleiben. Morgen ein Tag zum Relaxen oder wie sieht's aus? Ja, also wir haben gesagt, vielleicht fahren wir mal nach Salzburg, auch einmal ein bisschen so diese Weihnachtsstimmung aufsaugen. Vielleicht gibt es irgendwo einen Weihnachtsmarkt. Einfach mal Abstand kriegen zu dem Ganzen hier und dann am Dienstag haben wir wieder Training und dann geht es schon wieder ganz normal weiter. Dann toi, toi, toi für diese Woche und vielen Dank, Magdalena Neuner, dass Sie hier waren. Und das Schöne am ARD-Winter ist ja, wenn die Biathlon-Frauen mal nicht ganz vorne stehen, was ja selten genug vorkommt, dann reißen es die anderen raus. Richard Freitag im Skispringen oder